Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back. Abschluss für euch heute wieder von der Ellerbach V2 auf dem Hofneisel in unserem Realismus-Selbstversuch. Grüßt euch miteinander. Und willkommen zu einer neuen Folge, zur 105. Folge hier auf der Ellerbach. Ich habe hier meine Schwaden gelegt. Teilweise sind da Dämme dran. Hey, das hätte ich mir beim Hochwasser hier bei uns gewünscht. So hoch habe ich die gelegt. Ganz, ganz kritisch. Ich hoffe, wir bleiben da nicht irgendwie hängen mit unserer Presse. Kurze Korrektur. Ich habe das Stretchfolien-Add-on wohl doch nicht mehr drauf. Ich war wohl nicht mutig genug. Ich werde da mal mit dem Vergangenheits-Yogi drüber sprechen. Ebenso hier, ne, Sicherheit. Voll die Güllegrube runtergeflogen vor 3 Folgen. Deswegen Loch endlich zumachen. Und wie ihr seht, wir gehen ja heute ins Ballenpressen. Es geht Schlag auf Schlag. Habt ihr nicht auch das Gefühl, so die letzten 2 Folgen, bam, bam, gib ihm. Ich habe nämlich richtig Bock zu sehen, wie viel jetzt gleich hier dann rauskommt. So, fangen wir wieder hier an. Muss ich hier irgendwas ausklappen? Ich glaube nicht, ne? Das war gleich Vollgas. Einmal. Einmal ablassen. So. Und dann müsste es, glaube ich, schon losgehen. Wir machen diesmal wieder Ballen ablegen automatisch. Denn hier waren es einige. Da seht ihr mal, wie schnell rast es hoch, bitte. Wie bitte rast es hoch? Hui, 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 hui. Ich glaube, das gibt eine richtig deftige Ernte hierhin. Boah, da bin ich, glaube ich, 10 Stunden beschäftigt, die Ballen zu borgen. Guck dir mal an. Ich fahre 10 Meter und da kommt schon die nächste Balle raus. Freunde, Freunde, der Rubel wird rollen. Ich sag's euch. Ich verspreche es euch. Ach so, warte mal. Wir könnten eigentlich... Wir gehen eine Nummer größer. Aber nur eine Nummer. Denn ich muss ja dran denken. Dieser Trichter ist nicht groß genug. Na, für die ganz großen Ballen, weil ich den ja kleiner skaliert habe. Aber guckt euch trotzdem mal an. Die 150er gehen auch ratzfatz voll. Da brauchst du gar nicht groß eigentlich nach vorne gucken. Da läuft es wie geschmiert. Was habe ich gesagt? Ich würde mich so freuen, so ungefähr 20 Ballen pro Feld. Ich glaube, das habe ich hier schon gefühlt in einer Reihe. So, ihr dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr schätzt, wie viele Ballen auf allen 3 zusammenkommen. Ich schätze mal, wir haben jetzt irgendwo so 6 Stück schon. Eigentlich muss ich ja sagen, bin ich froh, dass ich jetzt das Stretchfolien-Add-on nicht dabei habe. Da wäre ich ja nur beschäftigt mit Auffüllen. Wir werden die Kleinigkeiten zusammenkratzen, versprochen. Weil bei dem hier, ich glaube, da kommt dann schon die eine oder andere zusammen. Ich nehme euch mal mit hier bei dem ganzen Feld. Ich habe das automatisch anhalten, habe ich nicht drin. Da muss ich immer noch ein bisschen aufpassen. Hochkonzentriert. Ich freue mich dermaßen, dass es so gut runterkommt. Ich hatte ja erst Bedenken, ne? War so ein bisschen enttäuscht von der Übersicht von Precision Farming, dass da nur 98% Ertrag rumkommt. Ich wollte halt mal so ein bisschen 125%. Aber das sieht, glaube ich, gar nicht so verkehrt aus.
So, ich würde sagen, wir kratzen das gleich mal zusammen. Dann ist das nämlich auch schon mal weg. Das Blöde ist, na klar, ne, mit diesem Stop and Go. So, hier können wir die hier so ein bisschen wegschieben. Weil da bleibt halt immer so ein Muggersäckele bleibt da liegen. Macht aber nicht wirklich was aus. Okay. Es ist wirklich bloß so ein bisschen neigespuckt, ne? Das hier jetzt, oh doch, das waren jetzt 3%. Okay. Also hier müssen wir auf jeden Fall ordentlich arbeiten. Guck mal, ich sehe hier auf dem Stück schon vier Ballen. Oh nein, ich habe wieder vergessen. Er hält nicht an. Da musst du ein bisschen konzentrierter arbeiten. Meine Gefühle muss ich jetzt zurückhalten und mich erstmal auf die Arbeit konzentrieren. So, mal gucken, ob mein Wunsch erfüllt wird. 20 Stück pro Feld. Oh, das ganze Klump wieder aufladen. Wollt ihr mir schon mal in die Kommentare schreiben, ob wir das mit Autoload machen sollen oder sollen wir richtig... Also so richtig. Da bin ich halt ein bisschen beschäftigt, aber hey, ist dann halt so. So, ich mache das mal ganz kurz fertig. So, Freunde, wollen wir mal zusammen erzählen, wie viel es denn gegeben hat. Wir haben hier 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19! 19 Ballen! Und ich wollte hier eigentlich 20 Stück haben. Das ist gut! Ich glaube, da können wir zufrieden sein. 20 Ballen, sehr schön. Gehen wir gleich direkt rüber zum nächsten. Wenn wir drüben sind, gucken wir mal ganz kurz rüber in unser Silo, um mal ein bisschen abzuschätzen, wie viel denn 20 sind. 20? So, lass mal ganz kurz gucken. 20 Stück, was haben wir denn hier? Und hopp. Hier haben wir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Also so ungefähr diese Reihe. Das ist ungefähr so ein Viertel Silo. Haben wir schon voll. Geil. Das ist herrlich. Okay, anschalten. Nicht viel Schwätzer. Pressen. Das mit dem größten Ertrag, das kommt ja erst noch, ne? Das ist nämlich das Feld... die Wiese oben beim Käpperle. Weiter geht's. Fleißig pressen. Pressen! Ja, hier haben wir schon ordentlich übertrieben, oder? Mit der Schwart. Ich glaube, die verstopft langsam, habe ich das Gefühl. Guck mal, da brauchst du nicht weit fahren. Die Zahlen rasseln nur so nach oben. Das heißt, wenn wir mal kurz hochrechnen, 20, 40, 60 Ballen. 60 Stück, so roundabout.
Aber ich glaube, da kommen wir ein Stückchen weiter. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir noch in den dritten Schnitt gehen können. Denn durch das, dass sich ja das Ganze verschoben hat um 3 Monate ungefähr, wird es auf jeden Fall nicht mehr erntereif. Aber wer schon länger im Projekt dabei ist, weiß, dass wir in diesem Jahr, in diesem Ingame-Jahr, leider Gottes lange, lange Frost hatten. Bis in den März rein, und dementsprechend hat sich das verschoben mit dem ersten Schnitt und so weiter und so fort. Oh, da war der Schlepper ja ganz nervös hier. Ich bin ja auch schon ganz hibbelig, da sind wir ja schon zu zweit. So, ich mach mal hier weiter, ne? Und das nächste Feld ist soweit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Schlecht zum Zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Plus noch eine Viertel ist in der Presse drin. Sehr schön. 21, dann haben wir 40 an der Zahl. 40 Stück. Das sieht gut aus, Freunde. Das sieht sehr gut aus. Ab zum Käberle. Und so Gott möge, erreichen wir 60 Ballen. Die obere Wiese ist natürlich ein bisschen kleiner. Das ist ganz klar. Aber die hat eine Wachstumsstufe mehr. Das Problem ist nur, vom Ertrag, ne, wenn ich unten hinschaue, sind es trotzdem nur 98%. Deswegen bin ich mir jetzt noch unschlüssig, ob ich dann wirklich mehr runterkriege oder nicht. Denn unterm Strich sind halt mal 98% 98. So ganz pauschal. Ist er ja. Aber der Schritt ist echt enorm. Wir sind nur im zweiten Schnitt. Ne? Es ist nicht so, dass es insgesamt, das ist cool, das ist schön. Das werden wir niemals verbrauchen, bedeutet Anfang nächstes Jahr kommt ja wieder der nächste Schritt. Schrägstrich, Schnitt. Unsere Lager werden überquellen, die müssen wir verkaufen oder, na klar, BGA reinpumpen ohne Ende. Da müssen wir mal kalkulieren, wie viel wir Ballen brauchen pro Tag. Ich glaube, das waren 5 Stück. Und der Rest können wir dann halt, na, plus Fütterung, na klar, aber der Rest kann verkauft werden. Los, das Zeug. Das werden wir dann alles im Winter verkaufen. Da wohl, na klar, Angebot und Nachfrage, ne? Kleine Zahlen kaum lesen. So schnell prasseln die durch. Komm schon, ich bin nervös. Mach los. Was ist jetzt? Bist du verstopft? Ich glaube, wir haben sie kaputt gemacht. So, weiter geht's. Wir lassen uns nicht abhalten. Ja, ich komme da nicht immer so arg weit nach hinten. Da merkst du, da bleibst du schon auf der so anhebeln auf der Balle. Hier ist mir es nicht ganz so gut gelungen, sauber zu arbeiten. Aber egal, wir kratzen es so weg, wie wir es brauchen. Hier habe ich teilweise echt einen Monsterschwart hinterlassen. So, und jetzt der Balken auf. Da wird es
wird ein bisschen ins Straucheln kommen. Also ihr seht, unterm Strich ist, glaube ich, das Verhältnis gleich. Ich glaube nicht, dass da mehr runterkommt. Ich mache das mal noch fertig und dann sehen wir uns gleich wieder mit der Gesamtzahl dann. So, wir sind durch, Freunde. Also, wir haben ja drüben gesagt 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 52 Ballen haben wir geschafft. 60 war so das Ziel. Ich bin trotzdem sehr, sehr zufrieden mit der Ernte. Das sieht doch schon mal sehr solide aus für unsere Zukunft am Hof. In dem Sinn, ihr wisst, was ansteht. Jetzt müssen wir das ganze Glomp auch noch heimbringen. Und ja, ich hoffe, das läuft relativ reibungslos. In dem Sinn wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Lasst es euch wie immer gut gehen. Gerne Abole da lassen. Das kostet euch nichts und ein Like auf das Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder hier von der Ellerbach in der V2. Macht es gut. Bis dann. Euer Yogi. Ciao.